Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ich habe die Anfrage bekommen von CNCC, nee, GNCC, die ihr hier seht, ob ich ihre Smart Plugs euch gerne mal vorstellen würde. Weil ich habe, sie haben wohl meine Videos gesehen, die letzten, die ich zu den anderen Smart Plugs gemacht habe, und die würden gerne auch, dass ich mal ein Video über die mache und euch das vorstelle. Und ich bekomme sogar 2 Exemplare für euch geschenkt. Das heißt, ihr könnt mitmachen. Ich werde in die Videobeschreibung einen Link machen zu einem Google Doc Dokument, was ihr bestimmt bitte ausfüllen müsst. Damit, weil die Adresse von euch müsst ihr angeben, weil das geht dahin, also an die Firma, und die schicken euch das, also ich schicke es nicht raus, die schicken euch das zu. Dann in die Kommentare müsst ihr natürlich, unterm Video müsst ihr schreiben, was machen wir, Hashtag Gewinn. Schreibt einfach Hashtag Gewinn rein, ja, für die, die mitmachen wollen. Und das wird dann abgeglichen mit den Daten beim Google Doc Dokument. Ja, da müsst ihr dann halt euren YouTube-Namen angeben, eure E-Mail-Adresse, dass ich euch kontaktieren kann, und eure Adresse. Ja, das denke ich mal, werde ich wieder so machen wie beim letzten Mal. Und die Daten werden dann auch, wenn das Gewinnspiel vorbei ist, wie gesagt, ich werde euch per E-Mail dann benachrichtigen, dass ihr gewonnen habt und dass ich die Adresse der Firma dann weitergebe. Ich bitte nur darum, dass ihr euch dann bei mir meldet, sobald die dann bei euch eingetroffen sind, dass ich die Daten löschen kann, weil ich lasse die noch so lange, um, ja, falls was ist, dass ich halt sagen kann, hier, der hat gewonnen, hier, habt ihr, da ist das schwarz auf weiß, das ist das Dokument von, weil ich kann halt nicht alle anderen löschen, weil ich kann halt entweder nur das ganze Umfragenpaket löschen, dann sind alle Daten weg, oder ich lasse es halt da. Das ist halt beim Google Doc Dokument leider ein bisschen doof, aber ja, danach wird es ja dann gleich gelöscht. Also ich werde keine Daten verkaufen oder scammen oder irgendwo hin schicken oder irgendwas dergleichen. Außer halt zur Firma, logischerweise, weil die kriegen ja eure Adresse. Keine E-Mail-Adresse, nur die normale Adresse, die ihr mir schickt. Auch keine Telefonnummer, nur die Adresse, also Name, Straße, Ort, damit sie euch die dann halt zusenden können. So, wir haben dann halt so einen Smart Plug, so einen etwas breiteren. Ja. Der nimmt dann halt schon viel Platz in der Steckdose ein. Oder halt, wenn es in der Wand ist, geht es ja so ein Bumm drin. Und wenn halt keine Steckdose daneben ist oder wenn Platz ist, geht es. Wir werden auch eine koppeln. Wir müssen dann nur gucken, welche App denn wir da gerade brauchen. Welche können wir denn nehmen? Hier haben wir dann, hier haben wir dann erstmal die QR-Codes für YouTube, Instagram, Facebook und eine Facebook-Gruppe haben sie. Hier haben wir Deutsch. Aber da steht noch ein bisschen was dazu beschrieben. Das mit dem QR-Code. Das ist erstmal Englisch. Ja, müssen wir mal kurz gucken. Ich glaube, das war die Tuya-App, mit denen die zusammenarbeiten. Das werden wir aber gleich sehen. Zur Webseite. Ach, die haben eine eigene App sogar. Osayo. Okay, nimm mal die halt. So, die lädt jetzt erstmal runter. Packen wir mal kurz beiseite. Ich muss ja nämlich dann erstmal die Steckdose nochmal hochholen hier. Die ist mir runtergefallen. Nicht wundern, ist eine etwas ältere Steckdose. Ja. Und wie gesagt, ganz einfach zu verbinden, wie bei allen anderen auch. Wir haben die Osayo-App jetzt drauf, wir haben jetzt öffnen.
Nur muss ich erstmal zulassen, zustimmen. So. Anmeldung. Ich muss mich jetzt erstmal anmelden. Germany, E-Mail-Adresse. So. Ich habe jetzt einen Bestätigungscode bekommen. Also stand dann da, dass ich einen Bestätigungscode bekomme. So, ich habe auch schon die E-Mail bekommen. Ihr hört es gerade im Hintergrund. Kopiere das jetzt. Gebe den Bestätigungs ein und jetzt fragt er mich nach dem Passwort. Also jetzt kann ich jetzt ein Passwort erstellen. Das werden wir natürlich gleich machen. Das werde ich euch natürlich jetzt nicht zeigen, ist ja klar. Beides das gleiche. Also man muss jetzt zweimal eingeben, einmal Passwort und einmal bestätigen. So, das habe ich gemacht. Ich kann das speichern. So. Und dann sind wir da auch schon angekommen. Ich werde euch mal reinzoomen. So. Wir machen mal hier Stecker rein. Leuchtet denn hier irgendwas? Ach, hier oben leuchtet es. Rot. Jetzt blinkt es. Blinken ist immer ein gutes Zeichen. Ich lasse es mal so an der Seite liegen, so dass ihr das hier so ein bisschen seht. So, und wir wollen jetzt, wir haben mal unten hier Geräte, Kamera, Nachrichten, Min. Wir wollen einfach ein neues Gerät hinzufügen. Benötigt Standort. Moment. Zulassen, habe ich doch eigentlich zugelassen. Ach, guck mal an. Und da hat er schon an meinem Standort hier WLAN-Steckdose gefunden. Diese. Aktivieren Sie Stand. Ich hab ich doch. Nur bei App-Nutzung. Nur dieses Mal nicht zulassen. Nur bei App-Nutzung. So. Ach, jetzt muss ich mein WLAN-Passwort eingeben. Jetzt muss ich erstmal noch schnell. Jetzt muss ich erstmal noch schnell meine Fritzbox hier einstellen. Also ich bin ja jetzt im 5 GHz. Darf ich nicht vergessen, ich muss heute in 2,4 GHz wechseln. Hier ist halt der Orbi noch. Die Volo habe ich noch nicht angeschlossen. So. Und jetzt kann ich hier mein Passwort eingeben. Und das versucht da zu verbinden. Ich hoffe, ihr seht das gut. Licht schwankt hier schön, weil der Bildschirm ziemlich hell ist. So, benenne das Gerät. Test. Dose 3. Ich weiß nicht, ob die anderen noch so weit drin sind. Oder? Können wir eins machen eigentlich? Wir versuchen einfach mal eins. Speichern. Wir wollen mit Alexa verbinden, ja. So. Ich habe aber da gar nicht die Alexa-App drauf. Meins. Okay, steht jetzt nichts drin. Hier haben wir dann die Website und Support. Das finde ich ganz gut. So, Gerät. Wenn wir auf Gerät gehen. So. Update. Ach, der sagt gleich, ja. Da wollte ich nämlich gerade hin.
Wir haben ja noch nichts. So. Sehr schnell. Moment, ich muss mal gucken, nicht, dass ich euch jetzt die private Daten zeige. Wieso ist denn das jetzt nicht drin? Ich habe automatisch Update drin. Da ist irgendwie der Wurm drin. Also der sagt, also jedes Mal, wenn ich hier rausgehe, das ist eine sehr interessante Einstellung für euch. Die habe ich vergessen bei den letzten Videos. Die kamen nämlich erst mit den Updates von einigen Softwares dazu. Wenn Stromausfall ist, also die Steckdose geht aus, hat keinen Strom mehr. Der Strom kommt wieder. Was macht die Steckdose dann? Das könnt ihr dann halt hier einstellen. Aus ein, wie vor dem Ausfall. Ich bevorzuge definitiv auszuwählen. Kann es sein, dass ich vergessen habe, sie auszumachen oder was weiß ich. Und dann kommt ein Stromausfall, dann ist das ganz gut. Und wenn ich sie an hatte, und dann kann ich sie von alleine wieder anmachen, das ist kein Problem. Also, aber ihr seid dann auf der sicheren Seite, wenn ihr nicht zu Hause seid. Ihr habt da irgendwelche Geräte dran, was weiß ich, irgendeine Anlage oder was weiß ich. Ihr wisst, Stromausfall, und die Steckdose bleibt danach aus, ja, und braucht da keine Angst haben, dass es irgendwie Stress mit Nachbarn gibt oder so, zum Beispiel. So, hier haben wir dann den Namen. Hier haben wir die Firmware aktualisieren. Firmware Update 9.0.1 aktualisieren. Ich bin jetzt gerade bei 1.1.1 auf dem Gerät und wie gesagt, 9. noch was ist das aktuellste. Das werden wir jetzt mal machen. Aktualisieren. Bin aus Versehen rangekommen. Smart Home. Alexa. Ach, die haben einen eigenen Skill. Osayo. Mal bei meinem kurzen Foto davon machen. Screenshot, dass ich das halt nicht vergesse gleich. Mit dem Update dauert gerade ein bisschen länger.
Jetzt kommt hier, steht hier Aktualisierung. Ist aus. Ist ein gutes Zeichen. Und jetzt sind wir auf 9.0.1. So, dann gehen wir hier nochmal raus. Und rein. Ah, jetzt kommt. Ach, jetzt hat er euch gespeichert. Okay, jetzt sind wir. Das ist schnell. Sind wir gut dabei. Und jetzt brauchen wir die Alexa-App. Da. Ach, wie hieß die jetzt gleich nochmal? Osaio. O-S-A-I-O. Osaio. Skills. Die packen jedes Mal, machen sie das irgendwie anders und dann muss man sich ja erstmal ewig zurechtsuchen in der App. Oh, mein Akku, Moment. So, hab mal schnell den Akku gewechselt. So, und dann gehen wir mal hier ein. Oh. Was bedeutet Osaio? O-S-A-I-O. O-S-A-I-O. Suchen. Wir haben eine App gefunden. Die wollen wir verbinden. Moment, da muss ich jetzt meine Anmeldedaten eingeben, die man beim Einrichten angegeben hat. So, haben wir hier. Speichern. Ja. Jetzt fragt er nach Autorisieren. Jetzt autorisieren wir das natürlich. So. Jetzt haben wir das Konto verknüpft. Nächster. Sucht Alexa erstmal Geräte in meiner Nähe. Dürfte sie jetzt eigentlich nur das eine finden? Jetzt lassen wir auch mal sicherheitshalber komplett durchlaufen. Dies kann zu einer Minute dauern. Bis zu einer Minute, ja. Gut. Die Minute, würde ich sagen, ist schon fertig. Da haben wir es. Ein Stecker hat er von, sage ich ja. Wo ist der Stecker? Wohnzimmer. Zur Gruppe hinzufügen. Weiter. Fertig. So. Teststeckdose 1 werden wir testen. Alexa, Teststeckdose 1 an. Alexa, Teststeckdose 1 aus. Alexa, Teststeckdose 1 aus. Er hat funktioniert. Ja, aber wie gesagt, hier haben wir den Geräte. Soll ich immer raufgehen? Hier können wir hier an- und ausschalten. Es funktioniert echt wirklich schnell. Habe ich andere am Markt länger bestehende schon gesehen, da geht das nicht so schnell. So, ist auch nochmal an- und aus hier unten. Hier können wir
man einen Zeitplan hinzufügen, also wann Steckdose an- oder ausgeht. Wenn man halt zum Beispiel verreist, kann man mit der Steckdose die bestimmte Geräte dann an- und ausschalten lassen, und also dass er halt angeht, nach einer Stunde wieder aus, damit er halt nicht zu viel Strom verbraucht, aber dass es so aussieht, als wenn ein bisschen Leben in der Wohnung ist und nicht, dass da gar nichts ist. So, verbunden. Ach Quatsch, Verbrauch meine ich. Da haben wir jetzt natürlich keinen Verbrauch, weil wir haben jetzt noch nichts angeschlossen. Aber hier seht ihr dann den Verbrauch. Ihr könntet dann tagesabhängig hier. Jeder Tag steht da drin. Und weiter runter scrollt, je nachdem wie lange er dann benutzt, stehen halt die ganzen anderen Tage. Das sieht ganz gut aus. Hier haben wir dann noch, dass er halt, wie gesagt, hier oben war das, da können wir die Daten cleanen, brauchen wir nicht. Einschaltverhalten, das ist das, was ich euch erklärt habe, da habe ich am liebsten aus. Und over. Also das ist ja in Ordnung, weiter zum Scannen. Ich finde das so. Also da können sich einige noch eine Scheibe von abschneiden. So. Haben wir hier Kamera. Da können wir noch eine Kamera hinzufügen. Die bieten nämlich auch Kameras an. Systemmeldungen. Hier seht ihr denn die Meldungen, die vom System kommen. So, hier haben wir dann noch Nachricht, die wir schreiben können an die Entwickler. Hier haben wir dann auch neue Geräte hinzufügen. So wie ihr kennt, Kameras, Haushaltsgeräte, die sind jetzt nicht so viele drin. Die haben noch nicht so viel. Ja, die sind noch relativ neu am Markt. Aber alles ohne Probleme. Würde ich jetzt mal sagen. Und es läuft. Wenn ihr jetzt dann noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wie gesagt, vergesst nicht, Hashtag Gewinn. Dann macht ihr am Gewinnspiel teil. Wenn ihr kein Abonnent vom Kanal seid, könnt ihr auch mitmachen. Steht euer Name im Top einmal drin. Also später, wenn das dann fertig ist, das Gewinnspiel, ich werde halt in die Kommentare, weil ich weiß nicht, wann ich das schaffe, das Video zu bearbeiten, werde ich in die Kommentare auch schreiben, von bis wann das Gewinnspiel geht. Und jeder, der kein Abonnent von meinem Kanal ist, steht einmal, und der mitmachen möchte, kann braucht einfach nur gewinnen in die Kommentare schreiben, macht einmal dran mit. Ja, also das wird dann mit einer Auslosung, mit einer Slotmaschine funktionieren, wo ich dann halt mir die Namen alle in ein Textdokument schreibe, die Leute, die mitmachen, von 1 bis, sagen wir mal, wir machen 1 bis 5 nur, oder 1 bis 10 nehmen wir mal, 10 Leute machen mit. Dann gebe ich die Zahl 10 ein und dann wird das ausgelost. Ja, die Nummer, und dann zeigt er mir irgendeine Nummer an. Dann gucke ich, wer ist die Nummer. Der hat gewonnen. 2 Leute kann ich auswählen diesmal. Aber weil ich ja möchte, dass meine Community was davon hat. Und vor allen Dingen die Kanalmitglieder, die den Kanal unterstützen, auch was davon haben. Wird es so sein, die ersten sind alle die da an dem Gewinnspiel mitmachen. Egal ob Kanalmitglied, Abonnent oder neuer Zuschauer, ganz egal, ihr steht drauf. Dann kommt die zweite Sparte, da kommen alle die rauf, die Abonnenten sind. Also wenn davon oben von 10 Leuten 5 Abonnenten sind, dann stehen die da nochmal drin. Die haben halt eine doppelte Gewinnchance. Also geht dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann geht es halt weiter mit 11, 12, 13, 14, 15. Ja? Sind von diesen 5 auch noch, oder halt von den 10 beziehungsweise noch Kanalmitglieder mit bei. Ja, sagen wir mal 3 Kanalmitglieder mit bei. Jetzt sind wir vielleicht schon 10 plus 5, sind wir bei 15. Kommen nochmal 3 dazu von Kanalmitglieder. 16, 17, 18. Ja, und dann steht dann von Kanalmitgliedern praktisch der Name
in der Slotmaschine drei, also kann man so sagen, dreimal drin, dass sie eine dreimal höhere Chance haben zu gewinnen, um dann ein bisschen was zurückzugeben. Ja? Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.